Wir möchten euch als nächstes den Eurolight LED ML56 TCL 18x3 Watt vorstellen. Auch er verfügt über eine TCL-Farbmischung, das heißt also in einer LED sind drei Farben verbaut. Der Vorteil liegt klar auf der Hand, die Farbmischung ist also besser als bei einer herkömmlichen RGB-Farbmischung. Man kann ihn konfigurieren zwischen 3 und 5 DMX-Kanäle, je nach Bedarf. Also wenn man eine Matrix aufbauen möchte, die eine einfache Farbmischung nur benötigt, dann würde man natürlich auf 3 Kanäle schalten und hat es dann also einfacher zu steuern. Hallo, ich bin Matthias Müller von Delamar.de. Ich stehe hier am Steinigestand und freue mich, so viele Audiogeräte zu sehen, weil wir unsere Leser interessiert ja natürlich, kein Problem, unsere Leser interessiert ja eigentlich nur die Audiosachen. Licht sind wir nicht so firm. Und ja, es gibt ja auf jeden Fall viele MIDI-Controller zu sehen. Es gibt hier DJ-Tools. Und für den Live-Betrieb gibt es natürlich auch jede Menge. Hier wollen wir nochmal ganz kurz auf die Eurolight SLS Floorspots eingehen. Wir haben hier zwei Varianten, den Eurolight SLS 18310 und den Eurolight SLS 400. Der SLS 400 hier ist quasi ein einzelnes Modul des KLS-Lichtsystems, quasi standalone. Mit DMX-Eingang, sodass ich ihn mit jedem normalen DMX-Pult versorgen kann. Wir haben hierzu speziell jetzt den Eurolight LED Operator rausgebracht, mit dem man ihn sehr einfach und wenig Aufwand ansteuern kann, wenn man dies denn möchte. Er verfügt über 180 LEDs und er über 183 LEDs, 10 mm. Der SLS 400 ist etwas heller als der 183er. Ansonsten sind sich die Geräte quasi nur im Design unterschiedlich. Er ist etwas flacher, vielleicht das etwas schönere Design. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ansonsten sind es zwei sehr interessante Geräte. Ansonsten, ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und verabschiede mich vom letzten Messetag. Ich finde es nur ein bisschen unnatürlich. Nur so wie wenn du mich echt auf der Straße sehen würdest. Ja gut, du würdest mich nicht grüßen. Angenommen, du würdest Matthias auf der Straße sehen. Wie du nur mal kurz so anstandsmäßig nur so magst. Magst du da echt so? Ja, ich weiß nicht, wie du normal winkst kurz. Läuft! Nee, also so nicht. Warte mal, Foto, warte mal. Ja, das ist so nicht, Mensch. Also das ist... Ist er drin? Ja. Hey, mein Mitterrissen. So, jetzt los. Bring ich dich jetzt in Verlegenheit? Ja, gerade ein bisschen drauf. Erste die Klappe, nehmen wir mal das. Klappe erste ein. Die Klappe. Erste die Klappe, ja genau. Hypecheck haben wir davon mal als E24 bestellt, oder? Ja. Hallo? Ich konter. Moment. Oh ja, oh jetzt steht schon 2 zu 0 gegen mich. Ey, was ihr könnt, ne? Aber jetzt kommt noch jemand mit dem iPhone dazu. Wenn ich Display irgendeinem Kind in 5 Jahren zeige, der lacht sich tot. Werde ich dann schlagen. Ja. Nochmal. Da kann ich nicht arbeiten. Also komm, mach. Und dann lass aber das weg mit, die Deutschen sind unfreundlich. Na, aber man könnte es so verstehen. Okay, zum Abschluss möchten wir euch noch den FutureLight i60 RGBW Moving Head vorstellen. Es ist der kleine Bruder des i108. Er hat auch wieder die weißen LEDs, um einfach noch eine Farbkorrektur oder ähnliches vornehmen zu können, eingebaut. Die Technik ist grundsätzlich gleich, was die Base betrifft. Ansonsten ist der Kopf einfach kleiner mit weniger LEDs. Wir haben hier, wie auch bei dem i108, auf das WDMX-Modul in Erstausstattung verzichtet. Man kann es optional zukaufen und auch noch einbauen. Das ist alles vorgesehen, muss nur angeschlossen werden. Die Geräte sind von der Qualität her höher anzusiedeln. Es ist eine sehr gute Verarbeitung und man muss wirklich sagen, das Licht ist auch sehr ordentlich, was da rauskommt. Okay, hier haben wir noch zum Abschluss für heute
den Futurelite PHS 280, das ist der Nachfolger des PHS 260. Es sind geringfügig Ausstattungsänderungen vorgenommen worden. Er verfügt zum Beispiel über eine Iris. Und ansonsten sind aber die grundsätzlichen Funktionen ähnlich. Rotierendes Goborad, Farbrad ganz normal. Also es ist wirklich eine Anpassung, um einfach etwas zeitgemäßer zu sein mit dieser Iris. Es ist eine Linse verbaut innen drin, mit der man quasi den Abstrahlwinkel ändern kann. Es ist also im Gegensatz zum 260er hier nicht möglich, über einen Stufenzoom den Abstrahlwinkel zu verändern. Dafür gibt es jetzt halt die Iris und diese optionale Linse, mit der man grundsätzlich halt den Abstrahlwinkel ändern kann. Ansonsten ist es vom Gehäuse und von der Base genau dem PHS 260 entsprechend.